herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und es gibt manchmal Tage, da weiß auch Lego noch zu überraschen. Und das Überraschende daran ist dann manchmal, dass Lego das einem irgendwie gar nicht vorher verraten möchte. Um nicht zu sagen, dass man da Potenzial verschenkt, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Und das gilt nämlich für dieses Polypack, was ich hier gerade in Händen halte, was per se erstmal unscheinbar ist, aber, wie soll man sagen, faustdick in der Tüte hat. Und da kommen wir jetzt nämlich gleich zu, wobei ich den größten Gag an der ganzen Geschichte leider gar nicht zeigen kann. Aber auch das werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Dieses Polybag ist übrigens bisher bei uns nicht so einfach erhältlich. Ich habe das auch nur so über einen externen Shop bekommen. Kostet wohl so um die 5 Euro. Mal sehen, ob es nach Europa kommt. Ist wohl bisher in den USA eher. Und es stellt eben das ultimative Batmobil dar in klein. Und das bedeutet, wenn es was Kleines gibt, muss es natürlich auch was Großes geben. Und das schauen wir uns hier gleich mal an, während ich hier einmal ganz kurz die Anleitung in die Kamera halte, die aber, wie gesagt, den ganz großen Gag an der ganzen Geschichte noch gar nicht verrät. Da kommen wir, wie gesagt, ja gleich zu. Das ist das eigentliche Ursprungsmodell, was hier dann in klein dargestellt werden soll, das ultimative Batmobil. Kostet 130 Euro, wenn man es original kauft, und hat als großen Gag, dass man das zerlegen kann. Es sieht zwar aus wie ein tolles, großes Auto, ist aber eigentlich viel mehr, weil insgesamt kann man es sogar vierteilen, obwohl man das gar nicht so sieht. Das ist eben nicht nur das Auto, das wir hier sehen, sondern das ist gleichzeitig noch ein Batwing, den man dann, wie gesagt, rausziehen kann. Und dann auch noch das Batcycle und der Bat-Tank. Und das ist schon das Beeindruckende hier an diesem Set, das ansonsten natürlich vor allem zum Spielen ist. Also für Sammler, da gab es schon bessere Batman-Vehikel, insbesondere Batman-Mobile. Aber, und das ist jetzt der Gag, dieses Polypack versucht das einzufangen. Allerdings nicht alleine. Nämlich, wenn wir ein Polybag haben, dann kriegen wir hier dieses Auto. Das ist sozusagen das Grundvehikel, das Auto eben. Und auch das ist schon mit seinen paar Teilen eigentlich ganz cool gelungen, weil man erkennt natürlich, die schwarze Farbe, man sieht diese Flügel hinten, die roten Räder sind hier wieder. Man hat ja angedeutet eben Waffen, die hier mit diesen kleinen grauen Teile dann da entsprechend gezeigt sind. Hinten die Flügel, die man sogar leicht bewegen kann. Ja, und hinten sehen wir schon, da ist auch noch was, wo man theoretisch was reinklicken kann. Ist das nun nur der Auspuff oder ist es vielleicht mehr? Während wir hier gerade das Cockpit sehen, das wir natürlich nicht aufmachen können, aber immerhin schön gelb ist. Ja, und das ist das Coole eben. Es ist mehr, ich kann es verraten. Man kann tatsächlich aus diesem Set noch viel mehr machen. Nämlich insgesamt auch nochmal den Batwing bzw. den Bat-Tank. Und deswegen, wenn ich hier das mal auskippe, bleiben da nämlich plötzlich auch Teile über, die normalerweise beim Bauen nie übrig bleiben. Hier so große Flügelelemente. Das hat auch den Sinn, dass man eben genau aus diesem Set, wenn man es wieder zerlegt, eben auch noch die anderen beiden machen kann. Da sehen wir es unten auch aufgedruckt. So, wenn man möchte, kann man also im Kreislauf je nach Tagesform immer das eine, das zweite oder das dritte machen. Nummer zwei ist der Batwing, das dritte ist eben der Tank. Ja, und der ganz große Gag an der ganzen Geschichte ist dann, dass man die drei auch wieder zusammenklicken kann. Gut, es fehlt dann das Cycle, macht aber nichts, weil es sieht dann auch wirklich beeindruckend aus. Aber davon habe ich leider kein Bild, weil das hat nicht mal Lego auf seiner Seite. Das weiß ich nur durch die entsprechende Rezension von Young Bricks. Der hat ja bekannterweise einen großen YouTube-Kanal, wenn nicht sogar einen der größten, was sich mit Lego sozusagen aus Fansicht beschäftigt. Und der hat die nämlich dieses Set dreimal sich gekauft, um sie dann auch zusammenzuklicken. Und ich Idiot wusste das nicht. Deswegen habe ich es einmal und muss mich dann eben online gucken, ob ich da irgendwas dazu finde. Da gibt es auch den Link, da oben sehen wir ihn, wo wir die Anleitungen für die anderen beiden Modelle denn finden. Die sind nicht mitgeliefert. Hier eben der Tank und gleich dann sehen wir auch den Batwing. Auch schon cool, aber ich habe es, wie gesagt, nirgendwo gefunden auf der Seite, dass man die auch zusammenstecken kann. Und dafür, wie gesagt, verweise ich und habe ich auch unten in der Beschreibung des Videos dann verlinkt, das Video von Young Bricks. Da sieht man dann, wie nah das kleine Mini-Modell tatsächlich dem großen, ultimativen Batmobil dann auch kommt. Ja, gut, so gesehen muss ich also mit dem kleinen Wagen hier zufrieden sein und kann es ja natürlich ab und an auch nochmal umbauen. Und ich hoffe natürlich, dass diese Polybags irgendwann nochmal nach Europa kommen. Dann hole ich mir die zwei anderen Tüten auf jeden Fall. Ach Mensch, Lego, da hat man so eine klasse Idee, so eine super Umsetzung. Ja, und dann vertändelt es man einem anscheinend nach so. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Das war's für heute. Bis bald und tschüss.